Ich darf nun Moshe Zizic und Doris Deuker auf die Bühne bitten. Doris Deuker wird aus dem Buch ihres Vaters lesen, Papierene Kinder. Nach seiner Befreiung aus der Todesmaschinerie des Dritten Reiches kommt unser Vater Mongo Stoiker in einem Café ins Gespräch mit vier jüdischen Männern. Einer von ihnen zeigt ihm eine Fotografie seiner Kinder. Das sei ihm geblieben. Papierene Kinder. Das Paket. Wir erhielten ein braunes Paket. Es war mit einer Schnur zusammengebunden. Absender war die SS-Verwaltung. Konzentrationslager Mauthausen. Mutter schnitt mit der Schere die Schnur durch und öffnete das Paket. Wir waren alle sehr neugierig, was wohl in dem Paket sei. Mutter erschrak sehr, als sie Vaters bebitterten Anzug sah. Sie nahm den Anzug, etwas Wäsche und Schuhe aus der Schachtel. Den Schuhen fehlte die Sohle und der Absatz. Beim Ausräumen von Vaters Sachen fiel ihr eine kleine Schachtel aus den Händen. Der Deckel der Schachtel sprang auf und der Inhalt verteilte sich auf den Boden. Es war Asche und kleine Knochen. Mutter schrie auf, brach in Tränen aus. Immer wieder sagte sie, Godoy sind du Mandat. Schaut, ein paar Knochen, das ist die Asche von eurem Vater. Wir Kinder wussten nicht gleich, was geschehen war, aber wir begannen auch zu weinen und hielten uns an Mamas Kleidern fest. Wir waren alle verzweifelt. Am nächsten Tag ging unsere Mutter mit der Urne zum Grab seines Vaters am Meidlinger Friedhof. Bevor sie die Urne begrub, sagte sie, Kere Avilan Vagar, Bala Amendesan. Du bist nach Hause gekommen, Wacker. Jetzt bist du wieder bei uns. Dass dieses bisschen Asche und die wenigen Knochenteile mein Vater sein sollte. Ich verstand nicht, dass er tot war. Deswegen beschloss ich, ihn zu suchen. Ich wusste, dass er gern das Kongressbad aufsuchte und hielt dort nach ihm Ausschau. Wenn ich auf der Straße ging, schaute ich den fremden Männern ins Gesicht, in der Hoffnung, Vater zu erkennen. Vagar. Karl Horvath, unser Großvater, geboren am 13. April 1908, war in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert. Am 20. Jänner 1940 wurde er nach Dachau gebracht. 3 Tage später kam er bereits ins KZ. 9 Gramme.
Von dort erfolgte seine Rückverlegung nach Dachau am 29. April 1941. Am 28. November 1942 wurde er schließlich nach Hartheim überstellt und in der dortigen Gaskammer ermordet. Die Überstellung der sogenannten Invalidentransporten von Dachau nach Hartheim erfolgten mittels LKWs aus dem Fuhrpark des KZ Dachau. In Hartheim angekommen, wurden alle Personen unter dem Vorwand, duschen zu gehen, in der Gaskammer mit Kohlenmonoxid ermordet. Insgesamt tötete das Personal zwischen Mai 1940 und August 1941 ca. 18.000 Menschen mit Beeinträchtigungen und psychisch Kranke. Zudem wurden bis September 1944 rund 12.000 Häftlinge aus den Mauthausen, Gusen und Dachau und Zwangsarbeiterinnen ermordet. Zu Hause erzählt mir unsere Mutter von dem Zaun. Sie wurde ernst und sagte, bald wird es uns auch so ergehen. Sie behielt recht mit ihren Befürchtungen. Ein paar Tage später kamen Männer mit einigen Lastwagen. Die Männer hatten schwarze Uniformen mit Totenköpfen. Sie luden das gleiche spanische Gitter von den Lastwagen ab, das wir bei unserer Großmutter gesehen hatten. Das eiserne Gitter war etwa einen Meter hoch und 70 Zentimeter breit. Man konnte es wie eine Ziehharmonika auseinanderziehen und zusammenschieben. Oben war es mit einem messerscharfen Eisenspitzen besetzt. Die Männer grenzten mit diesem Gitter unser kleines Heim ein. Vor unserem Haus ließen sie ein wenig Platz frei, damit wir ein- und ausgehen konnten. An diesem spanischen Reitergitter war eine Blechtafel angebracht, auf der eine Warnung stand. Jeder Missbrauch wird bestraft. Sie verließen uns mit der Drohung, wehe, wenn ihr den Zaun auch nur einen Millimeter verschiebt. Wir wohnen in einem Haus. Anfang 1939 verließen wir mit unserem Wohnwagen die Hellerwiese und fuhren in die Paletzgasse 42 im 16. Bezirk. Unsere Großmutter Baranka war auf der Hellerwiese geblieben. Eine kurze Zeit stand unser Wohnwagen auf dem Anwesen des Fuhrwerkunternehmens der Frau Sprach. Unser Nachbar hieß Pfeiffer. Vater nahm den Wagen auseinander und baute aus Brettern, die er in der Umgebung besorgt hatte, unseren Wohnwagen ein kleines Holzhaus. Nun hatten wir einen festen Wohnsitz,
an dem wir polizeilich gemeldet waren. Das war 1940. Diesem Umstand verdanken wir, dass wir relativ spät nach Auschwitz deportiert wurden. Weil die Polizei zuerst jene Roma und Sinti verhafteten, die keinen festen Wohnsitz hatten. Über die Wiese, auf der unser Holzhaus stand, konnte man die Fabrik Austria erreichen, die in der Nähe war. Hinter unserer Wiese stand ein rötlicher Gemeindebau, den wir alle seiner Farbe wegen Paprikakistl nannten. Wir hatten Bekannte im Paprikakistl, die uns mit Lebensmitteln aushalfen. Demnach erhielten die Menschen Essensmarken, mit denen sie Lebensmittel im beschränkten Ausmaß und bestrickte Auswahl kaufen konnten. Die Essensmarken, die wir Rom und Sinti erhielten, hatten den Buchstaben Z aufgedruckt. Mit diesen Essensmarken bekam man selten etwas. Gusti Godel, eine Geiji, die im Paprikakistl wohnte, half uns oft, wenn es uns schlecht ging. Außerdem war sie die Firmenpatin unserer Schwester Gatti. Wenn Gusti Godel mit Frau Karasek, einer Bekannten von ihr, zum Hanselteich ging, nahm sie uns mit. Frau Karasek hatte einen Sohn, den Fritz. Fritz hatte ein Auge auf unsere Schwester Gatti geworfen. Später, als wir in Auschwitz waren, schickte Fritz Esspakete. Er versuchte sogar, uns in Auschwitz zu besuchen, was niemandem gestattet war. Das alles tat er Kathi zuliebe. Die Frau der Glasereibesitzerin, die auf der Hernalser Hauptstraße wohnte, gab uns auch etwas zu essen, Brot oder Erdäpfel. Manchmal schickte sie die Milchfrau in der Nebengasse mit meiner Mutter Milch. Wieder mal unsere Großmutter auf der Hellerwiese besuchen. Alle Wohnwagen waren leer. Kein einziger Rom war zu sehen. Die Nazis hatten sie alle weggebracht. Wir haben sie seitdem nie wieder gesehen. Und bis heute wissen wir nicht, wohin sie verschleppt wurden. Die Hellerwiese im 10. Bezirk, das große Winterlager unserer Kindheit, heißt heute Belgradplatz. Von der großen freien Fläche ist nur ein kleiner grüner Park übrig geblieben. Als Überlebende einer 200-köpfigen Großfamilie haben Karl und ich zum Gedenken eine rote Kastanie gepflanzt. Da ist sie. Eine rote Kastanie deshalb, weil die majestätischen großen Bäume seit jeher die Lieblinge der Rom gewesen sind. Unter ihren großen Kronen sind die Wagen
der Fahrenden zum Stehen gekommen. In ihrem Schatten wurden schönsten Geschichten erzählt. Von der Kastanie im Belgradplatz sieht man eine kleine Tafel und ihr Text soll am Ende des Buches stehen. Jahrzehnte diente die Hellerwiese, heutiger Belgradplatz, der den Lovara, Rom und Sinti als Hauptrastplatz auf ihrem Weg in den Süden. Im Jahr 1941 wurden alle Familie, Kinder, Frauen und Männer von diesem Platz weg von den Nationalsozialisten deportiert. Ihre Spuren verlieren sich im Gas. Wir werden sie nie vergessen. A me gindinas pre du me.